Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. Wir befinden uns hier gerade in der Irrenanstalt. Ja, ich habe mich hingepottet, weil ich will folgende Mission machen. Hier, sicher das Land aus einer Küste und nutzen dann die Werkstatt. Was wir für die Railroad hier machen sollen. Und ja, das Problem mit dem Saufkumpan hier, den ich in der letzten Folge gefunden habe, ist, dass der noch nicht bei mir ist. Der, okay, da ist ja so ein Roboter, der dauert bestimmt ein bisschen, bis der bei mir zu Hause ankommt. Deswegen muss ich jetzt hier ein bisschen Zeit totschlagen, um ihn dann irgendwo anders hinschicken zu können. Und ja, ich wünschte, ich hätte die Aufnahme 15 Minuten früher gestartet, weil ich war in meiner Basis, habe wieder Zeugs eingelagert und so. Und oh Gott, hier ist ja richtig krasses Zeug passiert. Ja. Ein paar Supermutanten meinten irgendwie, mein Haus angreifen zu wollen. Da war auch so ein Selbstmord, Supermutant dabei und ja, da losgegangen ist. All meine Gefährten waren irgendwie, ach ja, hier sind ja immer noch fliegende Bären. Die waren irgendwie so unter der Tankstelle, unter diesem komischen Dach und, als sie angegriffen haben, sind natürlich alle losgegangen. Meine Hunde sind vom Dach runtergesprungen. Das war echt krass gewesen. Und die Bären fliegen immer noch, ja. Fliegende Bären, warum denn nicht? Natürlich ist einer dieser Supermutanten voll hochgegangen. Ah, der Raider-Veteran, der ist ja immer noch da. Und ja. Sind irgendwie, weiß ich nicht, alle irgendwie draufgegangen. Fast und. War schon amüsant anzusehen. So, jetzt machen wir erstmal den hier platt. Oder die. Oh Gott. Getroffen. Mann. Warum kommst du so nah? Kannst du mich von weitem nicht treffen, aber obwohl nicht die Waffe, die ihr. So. Wo ist mein Dingens? Warum ist denn da ein rotes Ziel? Warum kommt es näher? Warum muss ich euch erledigen? Anticlimatic mit dieser Pistole. Noch mal den, ja. Die kritischen Treffer sind ja voll stark mit der Waffe. Keiner. Mein Gott, wie viel aushält. Schießt aber auch nur mit so einer winzigen Pistole auf mich. Stand up, okay. Hab genug Munition für die Waffe. Ich kann auch damit ballern, ein bisschen. Kein Problem. Sieht ja schon wieder anders aus. Schlitz. Schlitz. Stich. Stab. Oh. So. Gut. Da war schnellig. Da habe ich grüne Schüsse gesehen. Glaube ich. Anscheinend nicht. Warum sind die. Der ist an der genau gleichen Stelle wie letztens. Warum?
Da. Hallo. Boah, ich höre schon wieder mal krabbeln. Oh nee. Falsch gedacht. Denkst du? Die Meyerlocks gehen aber nur auf mich los, habe ich das Gefühl. Oh, da war knapp. Das sind wir exakt gleichen Raider beim letzten Mal, als ich hier war, ne? Warte hier. Irgendwie tut sich der Effekt jetzt viel öfter aktivieren. Okay. Geht nicht. Nenn nicht. Oh, hier. Das ist ein ganz schön kleiner Bau. Hier hätte ich mir doch schon eine geile Waffe gewünscht. Wir sind schon eine Weile unterwegs. Ich würde gerne mal mit dir reden. Hier. Ich bin ganz Ohr. Ich bin es gewohnt, allein zu arbeiten, aber das mit dir gibt mir das Gefühl, etwas verpasst zu haben. Es hier, tut alle gut, bewundern wenn mich. du auf einen aufpasst. Vor allem, weil man nie weiß, wann das Institut zusieht. Unterstützung ist immer gut. Ganz genau. Manche im Hauptquartier sind neidisch. Du hast geschlafen und jeder, den du kanntest, ist lange tot. Aber das hat auch was Gutes. Wenn ein Mensch in der Railroad einen Fehler begeht, sind Freunde und Familie in Gefahr. Dir kann das nicht passieren. Soll das heißen, dass es gut ist, dass ich meinen Sohn verloren habe? Nein, nein, so habe ich das nicht gemeint. Wenn die Kirche kompromittiert wird und die Runner uns auf den Fersen sind, leiden wenigstens keine anderen drunter. Das ist alles. Mir ist es egal. Ich bin ein Zünd. Zumindest erzählt man mir das. Ich habe also eigentlich nichts zu verlieren. Für Glory, mich und die anderen ist es einfacher, wenn wir uns der Sache widmen. Das ist interessant. So kann man es auch ausdrücken. Da wir gemeinsam unterwegs sind, möchte ich dir das geben. Mein Rückrufcode. Wenn du etwas über das Institut erfahren möchtest, lies ihn mir vor. Was genau ist der Rückrufcode? Das Sicherheitsnetz der Kopfklempner. Ein Schleudersitz, um dein altes Sünd-Selbst wieder zurückzubringen. Ich weiß nicht genau, aber bestimmt eine Mischung aus Trauma und netten Mädels. Ohne die Mädels. Benutzt den Code nur, wenn es nicht anders geht. Er löscht meine Erinnerungen. Ich weiß nicht, wie viel von mir übrig bleibt. Ich würde mich besser fühlen, wenn du ihn mir nur im Notfall vorliest. Okay. Schon wieder so ein Befehl, ja genau. Wir hatten auch so einen Befehl dabei. Degens Rückrufcode, okay. Ich lese den mal lieber nicht. Okay. Warte. Noch nicht mehr welche bauen. Verteidigungsanlagen. Das ist witzig, ich habe ja nichts. Aus Stahl und Zahnräder.
Mit den Zahnrädern hier, ja. Fernseher. Ja, natürlich jetzt toll. Stahl kann ich locker kriegen. Aber Zahnräder, das ist schon wieder schwierig. Super. Kann ich von mir erwarten, dass ich hier was dabei habe. Ja. Ich ja nichts machen. Okay, nächste Aufgabe, dann müssen wir halt mit dem Dingen machen hier, mit dem hier. Ist gar nicht so weit entfernt. Ist er da, ne? Nö, doch. Warte mal. Boah, da. Nein, da muss ich mit Zahnrädern und so weiter alles zurückkommen, super. Letztens erst ein paar verbraucht, als ich in meinen anderen Siedlungen welche gebaut habe. Was haben wir denn noch hier alles? Ja, schon wieder was, das mir entgegenkommt. Hey, so einen Ort habe ich doch schon mal gefunden. Ganz am Anfang. Diesen Mattis-Typen. Komm schon her, du Wichser! Ey! Ist aber nicht nett. Wurf. 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 Schon mal Power, wenn man mit einem Nahkampf auf Fernkämpfer losgeht. Ja, aber nix. Wird nix. Oh Gott, warum sind hier auf einmal so viele? Wir waren gerade nicht so viele. Legendär Raider. Oh. Ich wünschte, ich könnte es da zurück für euch dann irgendwie. Oh Gott. Nein! Oh, mein Arm! Oh. Ich glaube, von dem Ort hatte ich mich fern. Ich hab Bock hier drauf zu gehen. Da 10 Mal. Ich will nur Level 39 erreichen, aber das heißt, ich brauche Erfahrungspunkte. Das heißt, ich muss töten, das heißt, ich muss Erfahrungspunkte sammeln. Ja, da halten wir uns fern. Gehen wir mal hier rüber, über die Brücke. Weil ich da hier irgendwie was. Und da hinten noch. Das sieht doch schön aus. Gehen wir dahin, da sind bestimmt sicher, sind bestimmt Leute. Oder sind keine Leute? Hoffentlich sind da keine Leute. Nur zur Sicherheit. Hallo. Sieht doch mal nett aus hier, der Slog. Was? Hier lebt auf jeden Fall jemand. Jetzt könnte ich mich hier bedienen. Oh. Ich lasse dir den Fort. Wenn ich was finde, sag ich dir später Bescheid. Hallo? Ist niemand. Oh, hallo, was ist das denn hier?
Okay. Mir gefällt es hier. Wir bauen die besten Theorien im Commonwealth. Willkommen im Slog. Wir sind die einzigen, die im Commonwealth Theorien anbauen. Was hältst du davon? Der Slog? Wie seid ihr denn auf den Namen gekommen? Der Name kommt nicht von uns. Den haben sich die Karawanenhändler ausgedacht. Ich habe hier vor ein paar Jahren angefangen, aber mir fiel kein Name ein. Irgendwann kam einer der Händler vorbei, nachdem es stundenlang geregnet hatte, und meinte, das Geräusch, was er macht, wenn er durch den Schlamm läuft, klingt wie Slop, Slop, Slop. Ich fragte ihn, ob es sich gelohnt hätte, und er sagte, für die besten Teerbären im Commonwealth auf jeden Fall. Hier zu arbeiten ist wie eine Schlammpackung. Schwer und schmutzig, aber letzten Endes lohnt es sich. Dir ist vielleicht aufgefallen, dass es hier nur Ghule gibt. Früher habe ich in Diamond City gelebt, bis dieser Mistkerl von Bürgermeister uns Ghule vertrieben hat. Ich fand, dass wir Ghule einen Ort haben sollten, an dem wir willkommen sind. Und das war der Hauptgrund, warum ich die Farm gegründet habe. Okay. Sieht aus, als hättet ihr das gut hinbekommen. Das ist ein guter Anfang, ja. Und ich bin stolz auf unsere Arbeit. Trotzdem glaube ich, dass wir noch mehr tun können. Was, wenn dieser Ort mehr als nur eine Zuflucht für Ghule sein könnte, die anderswo nicht willkommen sind? Was, wenn er ein Beispiel dafür sein könnte, was möglich ist, wenn wir gemeinsam an etwas arbeiten? Das hier soll ein Ort werden, den jeder gerne besucht. Mit lächelnden Gesichtern, guten Angeboten und großartigen Produkten. Vielleicht können wir die Leute dazu bringen, nochmal genauer hinzuschauen. Dann sehen sie, dass wir keine Monster sind. Kann ich dir irgendwie helfen? Ja, das kannst du tatsächlich. Ohne Händler werden wir unsere Teerbären nicht los. Karawanen brauchen sichere Straßen. Es gibt da eine Bande von Supermutanten, die jeden überfallen, der ihrem Gebiet zu nahe kommt, einschließlich Händlern. Es wäre uns eine riesige Hilfe, wenn du dich um diese Mistkerle kümmern könntest. Okay. Ich kümmere mich um diese Supermutanten. Ich sorge dafür, ich kümmere mich um sie. Gut. Ich hätte nicht gewusst, was wir sonst tun sollen. Das ist eine Minuteman-Mission, okay. Gut. Wiseman hat hier das Sagen. Gib mir mal ein paar Bären. Das ist der einzige Ort, wo man welche findet, dann her damit. So, was machen die? Aber jetzt, da ich euch habe, könnte ich die doch bestimmt auch irgendwie irgendwo hinbauen. Boah. Okay, machen wir die Mission als nächstes, würde ich sagen. Was ist auch noch in der Nähe? Das ist sie. Hallo? Oh, Entschuldigung. Tut mir leid, dass ich dich nicht bemerkt habe. Ich war nur in meiner Arbeit versunken. Also, was meinst du? Schön, oder? Was ist das? Irgendein Spielzeug? Das ist nicht irgendein Spielzeug. Das ist ein echtes Gidea Buttercup. Die Spezialausgabe von 2076. Vor dem Krieg das beste Spielzeug auf dem Markt. Jammer, schade. Mir fehlen die Teile. Ich hatte doch, glaube ich, mal ein paar Teile gefunden. Mädchen wieder zum Laufen zu bringen. Du hast wohl nicht zufällig eine Kiste mit Spielzeugteilen dabei? Leider nicht. Natürlich nicht, aber ich glaube, ich weiß, wo man das finden kann. Nicht der glamouröseste Auftrag, aber ich zahle auch. Interesse? In Ordnung, ich mach's. Danke. Das Geld? Bedeutet ja. Mir wirklich viel. Solche Teile gibt es nur an einem Ort. In der alten Atomatoys-Fabrik südlich von Quincy. Ich bin ganz offen. Das ist auf der anderen Seite des Commonwealths. Die ganze Gegend ist eine Todesfalle. Oh, Gunnar, Gunnar. Schlimmeres. Aber du scheinst schon alles gesehen zu haben.
Ich bin mir sicher, dass du es schaffst. Also, vorbei. Hi. Was soll man zu verkaufen oder so? Ich brauche diese Teile. Die alte Atomatoys-Fabrik müsste direkt südlich von Quincy liegen. Wo ist Quincy? Ich hatte auch schon mal ein paar Teile gefunden. Gidiabadacup. Okay. Gut, dann. Ganz schön weitläufig hier, sehr gut. Komm mal da rein. Hallo? Ist hier irgendwo ein Eingang? Ja, mein Gott. Ja, wir von einer Nebenmission zur anderen geschickt. Wie schön. Du kannst gut mit der Haarklammer. Ja. Hat so ein Tenniscape oder irgendwie sowas. Sonnencape, Sonnenschutzcape, keine Ahnung. Okay, jetzt ist er hier halbwegs in der Nähe. Ich hoffe nicht nur in dem Part schaffen. Oder auch nicht. Kommt doch herein. Oder auch nicht. Okay, einfach da lang, den Fluss hinterher. Oh, nein, da. Oh, nee. Du triffst mich einmal und dann bin ich weg. Das ist ziemlich nervig. Direkt. Hilfe. Tötet die, die macht mich mit einem Schlag fällig. Ja. Alter, boah. Hört mal auf, mich so auf Schritt und Tritt zu verfolgen, Mann. Alter, wie schnell ist die denn? Ich bin die ganze Zeit weggerannt, ne? Die war die ganze Zeit direkt hinter mir. Ist doch nicht. Ich wünschte, ich hätte nur ein. Mein Gott, habt ihr viel Essen, ja? Okay. So, wieder 2 Minuten hier versemmelt, weil mich irgendwann hier gesidetrackt hat. Da hinten habe ich noch jemanden stehen gesehen irgendwo. Ich beende diese heutige Aufnahmesession nicht, ehe ich Level 39 erreicht habe. Oh nee. Oh Gott. Weil die Waffe eigentlich relativ schwach ist, den Rest ist sie voll stark, weil sie so schnell schießt, glaube ich. Ne? Boah, ich hab schon wieder 1 Million Sachen auf einmal. Sehr gut. Aber warte, ich dachte, ich hatte. Du explodierst nicht, ne? Oh Mann.
bewegen. Also ich will ja nur Supermutanten legen, da kommen wieder 5-6 Sachen. Oh. Ah, gibt's halt nicht. Wenn hier noch. Bügeleisen, ehrlich. Mach ich auch noch platt. Haben wir gleich alles erledigt, nur die Supermutanten. Der Trick besteht darin, nicht zu sterben. Ah. Das mache ich also die ganze Zeit falsch. Alter, warum können alle Gegner irgendwie so einen Ausweichschritt machen? Da will ich auch machen. Warum tun in letzter Zeit einige Leichen verschwinden? Alter, der ist doch hier runtergefallen, Mann. Boah. Mir letztens auch schon passiert. So, da war jetzt ja fertig. Da ist bestimmt noch was drin, ne? Ich hatte so die Hoffnung, dass hier irgendwo eine Power Armor vielleicht auf mich wartet. 27 Minuten, ja. Mehr schaffen wir, glaube ich, nicht mehr. Gut, dann würde ich sagen, ich beende den Part hier. Wir sehen uns in der nächsten Folge Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich allen fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.